Und da sind wir schon wieder in der Großstadt und Mario sammelt immer noch Monde. Mensch, das ist schon Part 70, Freunde. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Das ist wunderschön, wundercool. Das Spiel macht immer noch mega viel Spaß. Ja, wir müssen immer noch ein Geschenk für die gute Pauline finden. Ich dachte, wir klappern aber erstmal die ganzen Special-Monde ab, bevor wir da irgendwas machen. Ups. Hoppla, ich dachte vielleicht, da ist irgendwo gerade was in der Nähe, aber dem war wohl nicht so. Und dann gucke ich mal. Also, da oben gibt es auf diesem Gebäude hier 2 Monde zu holen. Das heißt, es ist wohl so eine Jump-and-Run-Passage. Bleib mal, hier hatten wir schon, ne? Das ergibt nur Münzen sogar. Okay, gut. Dann werden wir mal weiter nach oben gehen. Das Rennen mit dem Koopa haben wir ja schon gemacht. Dann müsste ich nur noch da hoch. Upsa. Oh, ja. Das war seltsam. Nee. So, da möchte ich rein. Mitten in den Schornstein. Schornstein. So spricht man es aus, Mann. Ach du Heiliger. Gut, hier gibt es dann wahrscheinlich auch wieder 2 Monde. Wir werfen hier mit Hämmern rum. Ah, dann gehen wir mal da lang. Upsa. Upsa. Sieht doch wohl so aus, als müsste ich einfach jemanden übernehmen. Da mal ordentlich aufrollen. So. Alles kaputt machen. Wir nehmen da ja alles mit. Ja, da kommt schon wieder direkt. Seht ihr? Der hat einfach keine Geduld, der Junge. Da hinten gibt es auch welche. Könnte ich auch normal dran hopsen. Ja, das mache ich auch. Ich werde da als normaler Mario drüber gehen. Ist ja wohl die Hölle mit denen, ey. Was haben die sich dabei gedacht? Widerlich. Seht ihr, da kann man einfach viel smoother drüber. Weiß man auch ungefähr, wie man wieder rumhopst und wie der Abstand ist. Macht das auch alles nix. Ja, gerade spricht man davon. Nur um dann doch abzustürzen. So. Da muss ich hin. Da wollen sie irgendwas haben. Kaputt, 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 kaputt. Ja, da ist ein Mond drin. Das war klar. Das war klar. Da oben ist der zweite. Hey. Hey. Geh weg. Machst mich nur kirre. So, und da stehen jetzt auch noch 2 drauf. Aber Leute, wir haben schon so vieles geschafft. Wir haben im Part 60 haben wir das schwerste Level überhaupt geschafft. Da kommen wir doch an denen auch vorbei, oder? Ja, kommen wir. Seht ihr? Gar kein Problem. Aber Brüder schocken uns jetzt nun wirklich nicht mehr, ne? Gut, dann hätten wir den Schimmer. Hätten wir abgehandelt. Geradeaus auf dem Gebäude, da gibt's auch noch was. Ganz da oben wahrscheinlich. Ja. Komm ich da hin? Nein, ich stoße mir den Kopf und falle nach unten. Genauso wie das ein Profi macht. Wenn wir irgendwo ein Geschenk finden für die gute Pauline, dann werden wir die natürlich sofort glücklich machen. Oh, es war ganz rechts an dem Gebäude. Ja, pass mal auf. Gehen wir mal aufs Rathaus. Vom Rathaus. Was hat der denn? Och, was hast du denn? Wie soll ich wieder runterkommen? Ich war noch nie so weit oben. Ah, der hat ein bisschen Höhenangst, der junge Mann. Was hast du eigentlich? Da ist bestimmt auch noch was drin, oder? Ist es das eventuell? Aha. Aha, aha, aha. Hinten feiern sie eine riesige Party. Ist auch noch was. Gehen wir erstmal da hoch. Hoffentlich.
Oh, Mann. Mann, Sprung hier, da muss man doch langsam mal drauf haben in Mario, ne? Wenn man ihn so viele Jahre spielt, dann doch abstürzt. Dann folgen wir eben doch dem Strom hier. Machen das ganz schnell. Da ist eine Tasche. Moment mal, da ist eine Tasche. Da ist eine Tasche. Wenn das mal kein Geschenk ist für die Gute. Das wäre doch ein schönes Geschenk. Da hat er recht. So, aber erstmal. Da sind die zwei Monde versteckt. Hat es die Tasche doch zu den Monden geführt. Mensch, Leute. Ist das nicht schön. So, und hier gibt es auch zwei. Gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Da geht's noch rein. Es ist einfach nur ein Gang gewesen zur anderen Seite. Oder steckte da mehr dahinter? Da oben zum Beispiel. Oh, 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 was bist du denn? Lass mich mal gerade in Ruhe. Ich bin noch nicht so ganz... Oh, oh nein! Ach, junger Mann. Folgt uns hier auch. Also trifft man die hier schon, ne? Oder was wollt ihr uns damit sagen? So. Kommen wir auf jeden Fall weiter hoch. Geht's denn da auch einfach weiter hoch, oder? Geh mal kaputt da. So. Den hätte ich jetzt bestimmt gebraucht. Ja, da kommt er auch wieder. Gar kein Problem. Muss bestimmt da hoch. Ja, da muss ich auch hoch. So. Upsala. Auf dem finsteren Berg. Und da soll man wohl dann wieder runter. Ja, da ist der normale Weg. Gut, dass wir drüber... Ne, da ist nicht der normale Weg. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Es geht wohl einfach da weiter. Ja. Bist mir im Weg, mein Freund. Zack. Münzen gibt er zumindest mal. Ja, ja, beruhig dich. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich im Kreis bewege. Yeah. Das mache ich nicht so gern. Ist da noch was? Nee. Nee, nee, nee. Da hinten leuchtet was. Da hinten leuchtet was. Da leuchtet was. Komm schon jetzt, Mario. Einmal den Hechtsprung machen, so wie ich es gerne von dir hätte, Mario. Dann sind wir auch schon am Ziel. So. Da haben wir ihn auch schon. Das ist der zweite Mond. Eine Insel in der Finsternis. So, und da... Dann können wir uns auch getrost wieder von hier entfernen. Wenn der junge Mann uns denn mal in Ruhe lassen würde. Ganz schön dunkel hier, ne? So. Dann hätten wir das auch. Wir hätten noch das Geschenk für Pauline. Und wir müssen uns noch auf jeden Fall in den Bauarbeiter hier nochmal verkleiden. Oder als Bauarbeiter nochmal hier verkleiden. Ein wunderschönes Geschenk. Und dann die nette Musik von Classic Donkey Kong. Nee, das ist kein gutes Geschenk, das stimmt. So. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich weiß, ich habe immer noch Geburtstag und weißt du... Oh, ist das eine Handtasche? Sie ist wunderschön. Och Mensch. Ist das ein Geschenk für mich? Wie schön. Du wusstest genau, was ich mir wünsche. Seit jedem furchtbaren Tag habe ich keine Handtasche mehr besessen. Bitte nimm das hier als Dankeschön. Ja, ist ja auch ganz logisch, weil... Sie hat ja auch ihre Handtasche verloren, ne? Das haben wir ja erfahren quasi.
Ich werde gut darauf Acht geben. Ja, Leute, wisst ihr, was mir eigentlich noch aufgefallen ist? Das wollte ich eigentlich noch sagen. Erstens, ich habe meinen Kopfhörer noch an, was mir gar nichts bringt. Und zweitens müssen wir das Festival noch immer spielen, weil wir haben ja noch einen Mond vergessen. Hat mir zumindest mal ein Kumpel von mir gesagt. Der meinte, was ist das denn? Ah, das waren nur normale Münzen. Ich dachte gerade schon, da hätten wir lila Münzen verpasst. Hallo Katzenpeach. Was machst du denn hier, süße Maus? Ja. Ich müsste... Wie komme ich denn jetzt nochmal in das Festival rein? Da tanzt jemand nicht. Mit dir kann man auch nicht reden, ne? Die gehen da alle voll ab. Hier kann ich auch nicht reden. Hallo? Wie komme ich denn wieder in das Festival rein? Mit Pauline brauche ich... Ah, hier. Mit dir kann ich reden. Müsstest du wieder am Festival teilnehmen? Jaha! Wir haben da nämlich noch angeblich einen Mond vergessen. Deswegen muss ich mich da nochmal in Ruhe umschauen und der Sache auf den Grund gehen. Ja. Wer hat eigentlich dieses Lied besser gesungen, Pauline oder ich? Schreibt's mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Meine Version ist doch um einiges funkiger, nicht wahr? Yes. Da kann man das auch nicht wegdrücken. Video überspringen, doch. Good. Das wollte ich nämlich auch. So, da freuen sie sich alle. So, da ist schon mal nix. Da muss irgendwo noch eine Röhre kommen. Er meinte, du hast eine Röhre vergessen. Ich meinte zu ihm, was hast du denn alle? Ich vergesse doch nichts. Und er so, doch, du hast eine Röhre vergessen. Jo, ich dachte eigentlich dann, dass hier nichts mehr ist, aber so kann man sich dann irren. Soll ich noch ein paar Münzen mitnehmen? Ich glaube, ich nehme noch ein paar Münzen mit. Kann ja nichts schaden, weil davon können wir uns ja Monde kaufen. Außerdem haben wir die Skelettausrüstung noch nicht. Was wir ja auch noch besorgen müssen. Oder gibt es noch ein Harz? Harz, ja. Da gibt es ein Harz, wisst ihr? So. Und jetzt hier. Muss irgendwo eine Röhre sein, die wir vergessen haben, meinte er. Wenn du kopfüber stehst. Gucken wir das uns doch mal genauer an. Da sind geile Blöcke. Und da ist die Röhre, Freunde. Ja. Da guckt man sich einmal nicht ordentlich um, ne? Schon hast du den Salat. Schon hast du den Salat, Freunde. Ja, schon haben wir den Salat, Freunde. Ach ja. Egal, dann machen wir das jetzt noch schnell zu Ende. Gibt ja auch ordentlich Münzen. Das könnte man eigentlich auch nutzen, um Münzen zu farmen, ne? Irgendwie. Oder irre ich mich da? Ja, ne, es gibt doch schon ordentlich Münzen. So. Donkey Kong. Es ist einfach eine gute Stimmung hier, ne? Das Festival ist schon... Das ist so eins der Dinge, die das Spiel tatsächlich für immer in meine Erinnerung brennen werden. Muss man schon sagen. So, Donkey Kong, dann gibst du jetzt bitte auf. Dann können wir ja einfach weitermachen. Denn wir haben noch einen Bauarbeiterauftrag. Ja, den haben wir. So, Pauline. Ja, wir können jetzt in den Saal zurückkehren. Das wäre super nett von dir. So, auf geht's. Wir haben nämlich hier noch vieles zu erledigen. Wir sind noch lange nicht fertig in New Dawn City. Brauchen noch den Zweiermond da oben und wir brauchen... Gut, da gehen wir sowieso jetzt hin. Ja, freut sie sich über ihre Handtasche, ne? Schön. So. Das mit dem Seilspringen, wie gesagt, das tut mir leid, ne? Also das war so... Was ist das denn? Aha! Haben wir hier noch einen Mond gefunden, ne? Wir finden ja alles hier irgendwie.
So, jetzt nochmal hier runter. Das ist ja, ich hätte viel mehr in Gebäude gehen müssen. Oh, ihr darfst einfach im Kreis laufen. Oh, nee, dich brauche ich, komm. Komm, komm, komm. Und den Mond gibt es natürlich wieder da drin. Die Kacheln am Boden haben so ein bisschen was von Sonic the Hedgehog, ne? Darf man nicht vergessen. Was ist denn da links eigentlich? Oder ist das nur ein Pflasterstein oder sowas? Was ist das denn? Ja, das ist tatsächlich nichts Besonderes. Lüftungsschacht oder sowas. Gut, so. Um uns jetzt eigentlich wieder auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Erstmal das Bauarbeiterkostüm anziehen. Oh, ist aber ganz schön hoch. Ja, ich weiß. Hier können wir uns umziehen. So, ja, welcher Stil passt zu mir? Zu mir passt jetzt im Moment dieser hier. Denn das ist der, den ich benötige. Tada! Da ist er wieder. Der Super Mario Maker Mario. Auch ein klasse Spiel, ne? Hat leider auch nicht so gespielt, wie es verdient gehabt hätte, das Spiel. So, da oben. So, da oben. Hab auch gar nicht so exzessiv selbst Level gebaut und so weiter. Aber wisst ihr, so ist das eben. So ist das eben. So, dann muss es hier vorne sein. Da! Da, 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 da! Na, geh da rein. Ah, jetzt dürfen wir das alles, was wir hier mal zu Fuß gemacht haben, nochmal mit dem Roller machen. Hm? Gut, dann machen wir das doch. Oh je. Oh je. Zu Fuß war es mir irgendwie sympathischer. Darf ich das wieder zu Fuß machen? Will das aber schaffen. Der lenkt schon hart, ne? Darfst du einfach nicht so viel lenken. Dann geht das auch klar. Hups, 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 hups. Was ist deutlich angenehmer mit diesem Roller hier. Kannst auch ordentlich Mützen abgreifen. So, jetzt muss ich natürlich hier wieder... Ja, natürlich, natürlich gibt's den auch wieder. Oh. Whoops, 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 whoops. Hui. Vollgas auf dem Motorroller. Das ist auch so ein geiles Gimmick, dieser Roller, ne? Unglaublich. Der Held der Straßen. Ja, genau der sind wir. Zack. Und dann können wir den Roller auch schon verlassen. Sehr schön. Was ein vollgepackter Part. So gehört sich das. Das ist die richtige Manier. So, und dann wollten wir... Genau. Dorthin, wo der Bauarbeiter steht. Der steht auch direkt da vorne, ne? Ah, ich sehe, du hast die Kleidung. Dann komm mal rein. Rein spaziert der Herr. Was erwartet uns denn jetzt hier? Mhm. Oh, Fuzzis. Fuzzis mit der Leitung. Das kennen wir aus Super Mario World. Tatsächlich. Was ist hier? Nix. Hier gibt's Münzen. Da und da lang geht's. Njo. Was bist du? Ein Münzcontainer. Wir würden uns doch niemals... Da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Autsch! Das hat nicht geklappt. Jetzt keine Fuzzis. Ah. Das funktioniert so ähnlich wie bei Sonic mit dem Ring Dash. Funktioniert das auch hier. Ah. Man muss alles untersuchen hier. Warte mal. Hier ist doch auch noch was. Ja, hier ist doch auch noch was. Das war doch klar. Das war doch klar. Alliop.
Arbeiten an den Stromleitungen. Jawohl. So. Dann muss ich hier links lang, genau. Ups. Mario kann sich hier schon durchsetzen gegen diese, was auch immer das ist. Oh je. So, da lang, da lang, da lang, da lang. Das sind die 5 Monde. Warte mal, habe ich da nicht noch was gesehen? Oder war es das tatsächlich? Da hinten gibt es noch Münzen. Warte mal. Erstmal den hier nehmen. Sicher ist sicher, ne? Da hinten, das will ich noch haben. So, schöner Langrusen. So. Guckt euch das mal an hier. Hier gibt's noch ordentlich Münzen. Blop, 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 blop. Schön. Sehr schöne Sache. Dann können wir auch den Level hier mit Freuden beenden. Miau, miau. Ah, das war falsch. So, jetzt. Und dann können wir hier raus. Dann hat der Bauarbeiter seinen Soll erfüllt. Und wir, Freunde, wir sind fertig mit diesem Part. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, kommentiert, dann könnt ihr mitgestalten, abonniert, dann bleibt ihr immer aktuell und dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, und natürlich, denkt dran, es gibt jetzt sonntags immer einen Livestream, manchmal auch samstags, kommt ihr auf die Stimmung an und so weiter, aber sonntags der Xenoblade Chronicles Livestream, der steht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, ciao!